Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einem kleinen Rage-Video von mir. Ihr glaubt gar nicht, wie sauer ich bin, ey, ehrlich. Um euch mal kurz zu sagen, worum es geht. Ich hatte eigentlich vorgehabt, ein Fail-Video der Woche zu machen, in dem ich in einem gewissen Spiel wirklich sehr oft gefehlt habe, aber dummerweise hat Camtasia leider mal wieder Mucken gemacht. Ich konnte das Video zwar speichern, aber ja, das ging wiederum schief. Dann habe ich versucht, das in einem anderen Bildformat zu machen, das ging auch schief. Da hat gleich Camtasia gesagt, nix da, ich speichere das gar nicht erst ab. Dann war das Schöne, dass angeblich wohl zu wenig Speicher ist, obwohl es eigentlich gar nicht sein kann. Aber ich habe ehrlich auch die Schnauze voll von diesem Programm. Vielleicht könnt ihr mir ja ein bisschen helfen, wenn es vielleicht irgendwie möglich wäre. Gibt es irgendwie ein Programm, also ein gutes Aufnahmeprogramm, beziehungsweise ein gutes Videobearbeitungsprogramm, was ich nutzen kann, um hier richtig mal Videos so zu bearbeiten, wie ich es gerne hätte. Das wäre eigentlich sehr schön. Wenn ihr da irgendwelche Informationen haben könntet, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Das wäre für mich sehr äußerst hilfreich. Ja. Es tut mir leid, dass ich heute mal in dem Sinne so ein Video machen muss, aber ich bin so tierisch in der Brast, das glaubt ihr gar nicht. Bei sowas, da kriege ich echt das Kotzen. Wenn ein Aufnahmeprogramm nie das macht, was es eigentlich soll. Beziehungsweise, nein, Videoarbeitungsprogramm, so rum. Das ist so etwas, was mich echt abkotzt. Wenn es dann auch noch zwischendurch öfter mal abstürzt, ja, super. No? Also von daher, tut mir leid, dass ich das mal so machen muss, aber was will man machen? Naja. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video so in gewisser Art und Weise gefallen hat und ja. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch dafür geben. Wie gesagt, ein paar Informationen vielleicht zum Thema Aufnahmeprogramm, ob es da vielleicht was Besseres gibt, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich kann daraufhin dann auch sagen, bis dahin, ciao, ciao, euer The Life Force.